Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Wir haben noch im letzten Kampf gegen Maximilian. Ja, kleiner Fun Fact: Ich habe letzte Mal, als ich aufgenommen habe, den Part genau hier beendet und die Aufnahme auch beendet. Also ist jetzt schon wieder eine Woche her. Und ja, irgendwie komisch, dass ich den letzten Kampf hier so hinausgezögert habe. Also gut. Ich hätte zwar irgendwie im Internet nachgucken können, wie ich den fertig machen könnte am besten, weil ich stehe jetzt hier irgendwie auf dem Schlauch. Aber ich möchte mal ausprobieren. Toll, Susi. Haben wir irgendjemanden, der jetzt gerade kaputt ist? Nö. Na gut, dann weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich den kaputt kriegen soll. Ich nehme mal Kevin und gucke, ob ich den überhaupt Schaden machen kann jetzt, während die ganzen Typen auf ihn beschützen. Weil da kann man ja mal gucken. Na toll, ich mache gar keinen Schaden, oder? Da wird gar keinen Schaden machen, ne? Egal. Versuchen wir mal. Nö. Ne, ich glaube, das... Okay, die Kampfdinger da, was? Wen hast du getroffen? Wir machen gar keinen Unterschied. So, Rosie, knall du immer ab. Oh, wir können ihn von hier aus. Können wir ihn Schaden machen überhaupt? Komm mal her. Will ich mich verarschen? Ich kann ja gar keinen Schaden machen. Muss ich doch erst die Dinger kaputt machen. Okay. Ob das was wird? Mal Marina und schießt Türme da ab. Ein paar. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Danke. Obwohl, wer ist denn am weitesten entfernt? Du, ne? Wieso brauche ich zwei Schüsse? Wieso brauche ich denn zwei Schüsse? Wieso treffe ich ihn gar nicht? Boah, hat Gesicht. Hat Face. Wieso mache ich ihnen dann keinen Schaden? Dann schieße ich ihm den ab. Dann muss ich hier irgendwas... Ich habe noch nicht so gecheckt, tut mir leid. Obwohl Armored. Vielleicht bedeutet das... Nein. Mein Gott. Lass mich. Messen wir, wenn du dich mal wieder umdrehen könntest, damit Marina schön schießen kann. So, ich glaube, diese gepanzerten Dinger kann ich nur mit Raketenwerfer kaputt machen, oder? So, versuchen wir mal. Aber mich kann ich überhaupt Schaden machen. Ich glaube, obwohl ja, der macht gar keinen Schaden. Versuchen wir mal die kaputt zu machen. Und dann schießen wir wieder auf Maximilian. Klappt doch so, oder? So, bitte. Und ich verteile mich lieber ein bisschen, weil sonst bald der voll eine Menge rein und wir sind alle tot. So. Au! Obwohl, der macht gar keinen Schaden. Drei Schaden. Rosie, du stehst jetzt auch ein bisschen blöd da. So, Alicia, du kriegst das Ding doch hoffentlich kaputt, oder? Aua! Jawohl. So. Ich hoffe, wenn ich die kaputt kriege, dann haben wir es. Vorbeilaufen. Wohl, drehe ich mal um. Kannst du dich umdrehen? Okay, dann kann ich ja gleich mal mit Alicia versuchen, ob ich Schaden reinkriege. Weil ich glaube, da unten sind wir ein bisschen geschützt. Von denen hier tut er jetzt einen gepanzerten. Okay, dann noch zweimal mit dem Lago draufballern. Und dann hoffentlich ist das Ding kaputt.
Deswegen steht auch Amort. Ich dachte, Amort ist für so Dingens hier. Für, naja, dass die sehr stark bewaffnet sind. Aber anscheinend nicht. Das ist natürlich sehr toll, danke. Mein Gott, warum? Herbert? Ich mach hier Verteidigung. Kannst du irgendeinen Schaden machen? Nö. Ich kann mal versuchen, Rosie zu heilen, aber ich glaube, jetzt schaffe ich das nicht mehr, ne? Hey, Rosie, na? Ich heile dich mal. Du musst auch schnell abhauen. Was denn? So. Schon wieder Ding. Ah, dann wird er ja wieder hochgeil, oder? Ich verstehe den Kampf irgendwie nicht so. So, Lago. Trifft das Ding jetzt. Danke. Gott verdammt! Warum triffst du nicht? Der Kampf könnte, glaube ich, viel angenehmer sein, ne? Alter, wenn sie mich verarschen? Jetzt bringt er doch gar nichts sehen. Bringt doch jetzt gar nichts mehr. Kriegt doch sowieso keinen Schaden mehr rein. Mann, willst du mich verarschen, ey? Trifft das Scheißding jetzt. Danke. Jetzt die nächste Runde ist halt sowieso wieder da. Jetzt bringt er auch nichts. Oder? Da bleiben die lange kaputt. Die unteren sind ja jetzt auch ewig kaputt, oder? Hoffe ich. Ja. Und jetzt ist er wieder da. Oh nein, die Shamrock, die ist tot. Oder auch nicht. Wo, wenn er noch mal auf die draufballert? Wieder auf Rosie. Jetzt los, komm schon, baller den ab, Rosie. Ich mach gar keinen Schaden, verdammter Dreck. So, wenn er jetzt noch mal auf die Shamrock draufballert, ne? Oh Gott, Rosie. Und schon ein bisschen Sturm, du schaffst das. Oha. Ah, wir kriegen gar keinen Schaden rein. Habe ich irgendwas, was alle Einheiten heilt? So ein Befehl. Verdammte künstliche Valkyrie, ey. So, jetzt baller ich mit oben irgendjemanden den ab. Boah, hoffentlich sind die Türme jetzt nicht wieder da. Leck mich! Ich jetzt wieder keinen Schaden rein? Oh Mann. Trifft das Ding. Danke. Shamrock ist mir jetzt gerade ein bisschen egal. Die kann ja ruhig frecken einmal. So, was ist jetzt noch? Und was wir da. Ich kann ein. Kann der das Ding denn hier noch? Ja, Lago. Triff das Ding jetzt bitte. Mal schon ein Schuss. Danke. Solange nicht so gepanzerte sind, ist das glaube ich nicht schlecht. So, wenn ich das eine Ding jetzt noch kaputt kriege, ein gepanzerte sind natürlich. Ja, dann brauche ich Herbert oder John. Obwohl John steht, glaube ich, blöd. Wohl Herbert auch. John! Okay, gut. Das Ding hier, ne? Also nicht, dass ihr mir helfen könnt, hier Ding kaputt zu ballern, aber. Verdammter Dreck! Warum kann er nicht 100? Punkte stärker sein. So, wenn wir jetzt das Ding treffen, dann werden wir ja genug
Schüsse übrig haben. Roger, beweg dich da mal raus. Ja, perfekt. Ich glaube, sonst kommt Herbert und so nicht mehr da raus. Und den brauchen wir auch. Ich versuche mal was, Herbert. Versuch mal Maximilian ein bisschen abzuschießen. Treffe ich nicht. Natürlich treffe ich ihn nicht. Mein Gott, Susi. Ist die ganze Zeit schon hier im kritischen Bereich, ne? Was müssen wir ihn ja eigentlich Schaden anrichten können, ne? So, hier, Munition für euch alle. Und du gehst mal, weiß ich nicht, hier hin. Er hat sich umgedreht, leck mich. Rosie. Triffst du ihn von da oben? Mein Gott. So, komm mal her. Mein Gott, da zieht er fast gar nichts ab. Gut. Ja, ein bisschen Schaden. Und schon noch mal angreifen. Du hast ja diese Fähigkeit. Voll stylisch ballert er. So, ein bisschen Schaden haben wir angerichtet. Das ist gut. So, Susi, du kriegst ihn doch von da oben, ne? Du verschwerst irgendwie alle den Weg. Aua. So, komm. Oh, Rosie ballert auch ein bisschen auf. Jawohl, das hat ein bisschen abgezogen. Sie kann nicht getroffen werden, das ist gut. Ich habe eine Idee. Ah! Kann ich noch irgendjemanden dahin beordern? Dann können wir zu dritt auf den auch ballern. Vielleicht kriegen wir ihn in dem Zug hier platt. Mein Gott, ich sehe gerade, was du für eine Kanone hast, ey. So, jetzt müssen ja drei auf den draufballern, ne? Oh, geil, gut. Oh, oh Gott. Na, komm schon. Deine Waffe zieht doch hoffentlich was ab, ne? Boah, das zieht viel ab. Ja, machen wir das so. Weil Malisha und Susi können nicht getroffen werden, das ist gut. Oh, da kommt was. Wo ist er? Ja, doch, ist er da. Man hat so schön platziert. So, habe ich irgendwie eine Order, die alle heilen kann? All Units Defend. Kann ich mal machen, ne? Na komm. Vielleicht hätte ich die Punkte schön hier zum Schaden, für Schaden benutzen können, aber egal. So, er steht jetzt so behämmert da, ne? Und Alicia hat voll HP-Probleme. So, jetzt kriegt sie gar keinen Schaden fast. So, ich habe gesehen auf der Karte. So, bleib so schön da. Was habe ich hier gemacht? Hallo? Oh Gott, was? Die können das Ding einfach kaputt schießen. Aber ich treffe ihn gut. Untouchable Shot. Würde ich auch hoffen. Oh, super. Wenn der verdammte Turm nicht wäre, ne? Oh, Gott sei Dank. Sie wird voll geil. Gut.
Oh, Rosie, mein Gott, warum haben denn alle so wenig HP? Da versuchen wir noch mal. Ja, yeah. Super, Alicia. Nee. Man muss ausgerechnet der hier gerade so frisch sein. So, ich treffe ihn nicht. Schade. Da heile ich mich mal. Aber ich bleibe jetzt eine Ecke. Das wäre super. Aber ich muss jetzt gleich wieder die Kacktür kaputt hauen. Verdammt. Leck mich, was macht er da? Er hat schon wieder ein paar HP geheilt. Das zieht nichts ab, ne? Ma. Jetzt auf den Kopf zielen, Mann, auf den Kopf. Verdammter Dreck. Oh Gott. Zieht doch jetzt bestimmt so durch Rosie und auf Alicia, ne? Und er macht gar nichts. Geil. So, jetzt bitte nicht nur wieder so ein Turm. Boah. Das hasse ich, ey. Armored, boah. Ich will alles Mögliche in diese Turmvernichtung stecken. So, Lago. Danke. Der war schon mal gut. Im ganz hinteren muss ich wahrscheinlich wieder mit Marina erledigen. Ja. Oh. Da kann ich im letzten Kampf jetzt nicht so gebrauchen, weißt du? Weißt du? Außerdem möchte ich den gerne in dem Part hier erledigen. Bin nämlich ein bisschen nervig, dass er sich jedes Mal hochheilt. Danke. Ja, die Türme, die nerven mich ein bisschen. Ja, Marina, du machst die ganzen anderen hier kaputt, ne? Ultimate Accuracy, das ist schon mal gut. Gut. Jetzt einen anderen bitte. Wenn die Mäßen zum Cooldown hätten, irgendwie, dass die nicht immer sofort im nächsten Zug alle da sind. Die Ultimate Accuracy. Warte, warum jetzt zwei? Das ist jetzt, das ist ein normaler. Oh. Lass mich noch einen Zug verschwenden. Mann! Läuft irgendwie alles nicht so in dem Kampf. Warum ist dieser Kampf so schwer? Ist nur der letzte Kampf, ey. So. Ist nur noch auf ihn. Komm schon, in dem Zug. So, komm schon. Jetzt müssen wir ihn nur kaputt kriegen. Oh, Rosie. Mein Gott, wie schnell dreht er sich? So, komm her. Baller dich kaputt. Muss ich eigentlich auf den Kopf zielen? Ich mach das mal. Komm schon. Gut. Gut, dass ich sich immer so schnell ducken. So. Jetzt ballern wir ihn einfach kaputt. Ne, Kevin, du kommst auch noch, bist auch ein Sturmpuppler. Aber du bist zu weit, ne? Ja. Na komm schon. Rosie, ne. Rosie, ja. Aha. Warum nicht duckst du dich auch weg? Boah. Ich glaube, das macht nicht so groß einen Unterschied. Oh nein, er duckt sich nicht. Er bleibt eiskalt stehen, Kevin. Er kann sowas ab. Der kann halt wirklich ab, ey. Ja. So, ich plane den jetzt in dem Zug kaputt zu hauen, also komm. Los, komm schon. Voll die komische Strategie.
Boah, was zum? Eben voll durch die Löcher jetzt. Oh Gott, nein, 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 nein. Den schaffen wir jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Alicia. Bitte nicht fighten. Danke. Na, komm schon. Den müssen wir jetzt kriegen. Komm schon. Alicia. Kevin. Rosie. Und er ist weg. Jawohl. Operation complete. Boah. Wir haben nur die Welt gerettet, dafür kriegen wir nur eine C-Wertung. So. Weiß nicht, ich teile immer so gerne letzten Kampf und Credits auf, aber mal gucken. Wenn, dann mache ich eine lange Folge. Packen wir Ending noch da rein. Außer ich kann noch mal speichern und so. Aber glaube ich nicht. Nein, nicht schon wieder eine Valkyria-Flamme. Ich glaube, deine Geräte wollen nicht so. Warum hast du das nicht vorher gemacht? ならない。話せ、話さぬか。俺とあんたは力の身を信じた者同士、おとなしく舞台から去ろうぜ。じゃあな、ウェルキン、アリシア、幸せにな。 Ich glaube, wir sollten langsam auch abhauen. Weil alles in die Luft liegt. みんなは先に脱出するんだ。
Wieso, die sind wahrscheinlich schon alle abgehauen. Oder hat jemand gesehen? Ma, das ist jetzt so verlockend. Ja. Ach komm. Das ist die letzte Folge, also. Genau, jetzt nicht. Er ist hier so schneiden im letzten Moment. オイラやクライス、それに招待のみんなで少しずつ作業してたんです。イサラさんの夢をいつかきっと叶えようってね。そうだったのか。イサラ、僕とお前の夢をみんなが受け継いで叶えてくれたよ。レルキ、さあ、レルキ、どこまで飛びますか。 海の向こうだっていけるっすよ。帰ろう、僕たちの故郷へ。皆が待っているガイアの大地へ。 1935年10月25日。でも、アルスの überlebt hat、also jeder。マクシミリアンの戦死を受け、ガリアと帝国の間に休戦協定が締結された。7ヶ月余りに及んだ戦いは幕を閉じ、ガリアの地には再び平穏が訪れた。 ガリア議員の第7小隊は終戦と同時に解散。隊員は各々の道を歩み始めた。最後に、私はここにペンを置く。ああ、みんな、誰も生き残った。あ、そう。 Tja, Valkyria Chronicles. Kommen jetzt die Credits oder? Ist ja schon ein bisschen her, also okay. Dann. Und jetzt sehen wir nur Rückblenden oder? Okay, nur Rückblenden. Ich dachte, das wäre jetzt schon ein Ending. Aber ich meine, danach kommt noch irgendwas. Jedenfalls, ich glaube, ich muss jetzt hier mein Fazit abgeben zu dem Spiel. Ja.
Also, ich glaube, das Spiel war mein drittes PS3-Spiel. Und ich glaube, es war auch das erste, was mir richtig Bock gemacht hat. Ohne jetzt irgendwelche Namen von anderen Spielen zu nennen, die ich davor hatte. Aber das war, glaube ich, so... Nee, das war nicht das dritte Spiel. Das dritte Spiel war ein anderes, glaube ich. Ich glaube, das vierte oder fünfte. Das war auch das erste Spiel, was mir richtig Bock gemacht hat. Habe ich auch so noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wie ich über das Spiel damals gestolpert bin. Ich habe es mir irgendwann mal aus dem Internet bestellt, weil es, glaube ich, in Deutschland schon gar nicht mehr verkauft worden ist damals. Aber ja, ich habe nur so hier von der Grafik, von Kampfsystem habe ich so weit gesehen und habe mir gedacht, ja, das sieht doch interessant aus und holst du dir mal. Ja, und ich habe es nicht bereut. Ich finde das Spiel klasse. Eines der besten PS3-Spiele, die ich je gespielt habe, ganz ehrlich. Kann ich so ganz einfach sagen. Ja, also... Ich hätte am liebsten auch schon den zweiten oder dritten Teil irgendwann mal gespielt, aber ich habe keine PSP. Charaktere waren auch sehr schön, fand ich. Sehr schön designt. Vor allem die ganzen Squad 7-Mitglieder, die alle eine eigenständige Persönlichkeit haben und so. Okay, das ist jetzt nicht so... Weiß ich jetzt nicht. Sehr viel von den Charakteren tut man auch nicht mitbekommen, aber ich finde, das ist schon klug als irgendwelche namenlose Soldaten oder so. Aber was soll's. Wenn ich mir noch so gewünscht hätte, irgendwie wären so Art, weiß ich nicht, so wie eine Tales of Serie, so Skizze oder irgendwie sowas. Das wäre natürlich auch noch gut gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Vielleicht ist er ja im zweiten oder dritten Teil, so weiß ich nicht. Jedenfalls. Das ist jetzt, glaube ich, der 100 und... Oh, jetzt habe ich die Parts gar nicht da. Griffbereit zu sehen an meinem PC. Aber ist, glaube ich, der 100... Der 100... 100... Boah, 104. oder 105. Ich weiß halt jetzt gar nicht. Ich glaube, so lange hat das Spiel auch nicht gedauert, ne? 38 Stunden haben wir gezockt. Hier und da mal eine Pause mit dem Projekt gemacht, aber... Lag jetzt nicht daran, weil ich keinen Bock auf das Spiel hatte. Okay, vielleicht doch ein bisschen, aber... Oh nein, die Sache ist geschoben schon wieder. Ma. Wie lache ich darüber? Okay, in der letzten Zeit ist sie am Leben gewesen, dann wieder gestorben. Und dann war sie wieder am Leben und ja. Ein bisschen schwer. Tja, und ich hoffe natürlich, dass... jeden, der sich dieses Projekt angeguckt hat, auch Spaß gehabt hat. So wie ich beim Spielen, also... Ja. Scheint gut angekommen zu sein, finde ich. Also, ich glaube schon besser als einige meiner anderen Projekte. Ich glaube, das war das Projekt, was am meisten bis jetzt verfolgt worden ist. Das sagt schon mal was. Und das Spiel natürlich komplett auf Englisch war, also wenn man die japanische Sprachausgabe nicht beachtet, dann ist es natürlich ein bisschen schwer, das Spiel zu verstehen, hier vom Inhalt, von der Story und so. Aber ich hoffe, einige hatten damit jetzt nicht so viele Probleme oder einige konnten darüber hinwegsehen. Ich hätte auch irgendwie, keine Ahnung, 1:1 irgendwie alles übersetzen können, aber so auf Kommando kann ich da leider nicht, tut mir leid. Und auf die Sprachausgabe auf Englisch stellen können. Aber ich konnte die japanische Sprachausgabe noch nicht und normalerweise stelle ich immer sofort auf Japanisch, wenn ich die Auswahl habe. Aber... Bei dem Spiel habe ich das, als ich das erste Mal gespielt habe, nicht so gemacht. Finde ich gut, dass ich das jetzt so miterlebt habe. Habe ich einige Stimmen wiedererkannt, wie zum Beispiel Maximilian als Lelouch, Saka, Sanji. Also ja, habe schon einiges wiedererkannt. Eleanor Potter, Nevarod. Boah, das 1:1 jetzt zu übersetzen. Das konnte ich jetzt nicht so schnell lesen. Tut mir leid. Ich glaube, sie hat irgendwie Karrierewechsel gemacht. Er ist aus dem Militär aus, ist zu seiner Hauptstadt zurückgegangen. Die tun, glaube ich, irgendwie so ein... Boah, tut mir leid, ich kann das nicht so schnell lesen. So schnell übersetzen. Ich glaube, die ist Sängerin geworden, oder? Ja, Love Paston, ja, sie ist Sängerin auf Tournee geworden. Der ist ein offizieller Koch geworden. Nein. Der hat ein Spielzeug entworfen. Irgendwie so ein Puzzle, so was wie so ein 4-giger Cube. Der ist, glaube ich, ein berühmter Ingenieur geworden, ne?
Nee, der ist ein Lehrer geworden, der andere ist Fliegen beigebracht hat, glaube ich. Und der ist ein Rennfahrer geworden? Oder Pilot? Rennfahrer, Pilot? Ja, das hat die Masse schockiert. Okay, sie ist trotzdem immer noch die Anführerin, glaube ich. Und weiter geht's mit den Credits. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht so schnell 1:1 übersetzen konnte, aber ging mir doch ein bisschen zu schnell, tut mir leid. Hier sehen wir nochmal, wie Maximilian drauf geht und wie Falio sich opfert. War immer noch so schlimm, dass er Alicia angeschossen hat. Mein Gott, ich glaube, die hat den Doktor schon längst verziehen, oder? Dass wir nur runterschmeißen können. Guck dich mal in einen riesigen Arm von dem an. Nee, der wäre locker runtergeplumpst alleine. So, was kann ich noch über das Spiel sagen, ne? Braucht mehrere solche Spiele, würde ich mal sagen. Also mit so einem Spielsystem und so, so Realtime, Shooter, Rollenspiel. Habe ich auch so vorher noch nirgendwo gesehen. Also könnte es ruhig öfter geben. Allgemein die Serie könnte mal wieder fortgesetzt werden. So unbekannt ist die Serie jetzt auch nicht. Ich glaube, für einige war es schon so abschreckend, dass das nur in komplett Englisch war. Aber was soll's. Wenn ich mich jetzt nicht irre, dann kommt hier noch ein Ende. Oder? Ja.僕の秘密の場所に連れてってあげるよ。やった。先生、また明日ね。あ、気をつけて帰るんだよ。ウェルキン・ギュンター。ヨーロッパ大戦終戦後、大学に復学。ガリアを救った英雄として将来を嘱望されながらも、卒業後はブルールへ帰郷し、 教師となる。エザン・レアーが終わる。休日には子供たちと自然観察へ出かけるなど、一市民と変わりのない平穏な生活を送る。ありがとうございました。 調子はどうだい？あ、ベルキン、お疲れ様。今日はね、新作の釜焼きチーズパンの売れ行きがいいのよ。あれ、美味しかったもんな。ブルールのみんなも気に入ってくれたんだね。アリシア・ギュンター。 終戦後、夢を叶えるため猛勉強を開始する。念願かなってパン職人の資格を取得。時を同じくしてウェルキンと結婚する。夫婦で協力しアリシアベーカリーを開店。安くて美味しいパンが評判を呼び、遠くからも客が訪れるほどの人気店となっている。ウェルキンは 今日の授業どうだった？いやー、また質問攻めにあって大変だったよ。子供の好奇心と探求心のパワーには本当に驚かされるな。あら、私から見たらウェルキンも子供と同じようなものよ。<笑>そういえばイサラは元気にしてたかな。 Oh Gott. Isara! Ika ni shite ta kai? Un. Ima ne, mama no otetsudai shite ta no. Pan wo konekone shite ta nda yo.
イサラがこねた生地で作ったパンね。お客さんに好評だったのよ。わー、イサラすごいな。よし、こリミニアチュア、リシャ。わーい、パパも一緒に作ろAh, Ende gut, alles gut. Nee. Ah. Bis der nächste Krieg ausbricht. On the Galleon Front. The End. Irene Koller. Ja.Kommen wir zurück zum Buch oder Eingabe. Ja, okay. Ich mache mal eine neue, einfach so. Abgeschlossener Spielstand. Bams. Clear. Alles klar.Anzeigen, man kommt jetzt zum Hauptmenü.Okay. Ja. Jetzt kommt wahrscheinlich hier gleich wieder das Intro und so. Deswegen werde ich einfach irgendwie was drücken, aber ich glaube nicht, ob das verhindern wird. Jedenfalls, das war es dann offiziell mit Valkyria Chronicles. Das war der offizielle letzte Part. Ich weiß, es befinden sich noch DLCs und so im Umlauf, aber...Von denen bin ich jetzt nicht so im Besitz. Vielleicht werde ich sie irgendwann in später Zukunft mal in Angriff nehmen. Bleh. Aber jetzt möchte ich erstmal dieses Projekt komplett abschließen. Es gibt noch so... Okay, man hat jetzt irgendwie, glaube ich, einen schwierigen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet, wo man die ganze Mission nochmal spielen kann oder ganze Skirmische auf brutalen Schwierigkeitsgraden lösen kann. Aber ich glaube, da habe ich sehr schlechte Erinnerungen dran, weil ich voll...durchgenommen worden bin schon im ersten Level. Ja. Weiß ich, so ein, zwei Hintergrundinformationen kann man, glaube ich, auch noch herausfinden, aber ich finde, das würde dann nicht so ein gutes Finale bringen. Deswegen sage ich, ab hier ist Feierabend der 100 und... Warte mal, ich gehe jetzt mal kurz gucken, ey. Wurmt mich jetzt ein bisschen. Hier sind nicht, verdammt.Das ist der 103. Part. Okay. Müsste jetzt eigentlich. So, wir sind jetzt gleich mal 45 Minuten schon. Ich finde, das ist ein bisschen lang, aber für den letzten Part. Wie gesagt, ich hoffe, einige hatten sehr viel Spaß, das Spiel, das Projekt zu gutachten, so wie ich Spaß hatte, das Spiel zu spielen. Und ja, ich hoffe, einige sind nicht traurig, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Also, konnte ich ja immer wieder das Let's Play angucken. Jedenfalls...Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen bei allen Leuten, die sich dieses Projekt angeguckt haben. Mein Gott. Zum allerletzten Moment verspreche ich mich sogar noch. Das ist wunderbar. Also, ja. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Projekt. Ich bin dann die OLP und sage Tschüss, bis zum nächsten Projekt.